Oh je, liebes Bier. Nie wurde weniger getrunken. Insgesamt war die Entwicklung für die Brauereiwirtschaft in den letzten Jahren wenig positiv. Doch Start-ups und Brauereien kämpfen um jeden Liter. Ich habe da keine Angst vor der Zukunft. Man muss sich nur entsprechend gut aufstellen. Absatzminus oder Neuausrichtung. Was ist los auf dem Biermarkt? Mex in Groß-Gerau. Gabriel Hessling und Marco Friedrich gründen vor 2,5 Jahren das Start-up biermarket.de. 250 Biersorten aus 40 verschiedenen Brauereien. Die Bierfans verkaufen online nur das, was ihnen selbst schmeckt. Das ist im Prinzip so ein bisschen unsere Philosophie an der Stelle natürlich. Also wir sagen halt, wir wollen gutes Bier, regionales Bier überall dahin bringen, wo Kunden, Menschen ihre Qualität zu schätzen wissen. Qualität, die kostet 30 Flaschen rund 50 Euro. Doch die Kundschaft zahlt das gerne für besondere Biere. Lag der Umsatz 2020 bei etwa 50.000 Euro, rechnen die Jungunternehmer dieses Jahr mit dem Dreifachen. Und das, obwohl der jährliche Pro-Kopf-Konsum immer weiter sinkt. Von 125 Litern im Jahr 2000 auf derzeit 87 Liter, rund 30% weniger. Und wenn es um den Pro-Kopf-Konsum geht, muss man halt auch die Frage stellen, geht es jetzt darum, dass mehr Alkohol getrunken werden muss? Eigentlich nicht, es muss bewusster getrunken werden. Man muss schauen, wo kommt mein Produkt her, was habe ich da für ein Produkt, wie wird das produziert, was ist das für eine Qualität, und ich muss es einfach wertschätzen. Wertschätzung als Erklärung für weniger Bierkonsum? Das ist ein Grund. Und es gibt weitere, erfahren wir von Wirtschaftswissenschaftlerin Professorin Erika Graf. Ja, einerseits demografischer Wandel. Es gibt weniger junge Menschen, die Bier konsumieren. Dann der Gesundheitstrend. Man trinkt einfach grundsätzlich weniger Alkohol. Und nicht zuletzt auch die Promillegrenze, die immer wieder gesenkt wurde. Sie ist aktuell seit 2001 bei 0,5%. Wir hatten vorher 0,8%. Im Trend liegen also Regionalität, Qualität und eben Genuss. Billige Massenware scheint out zu sein. Nicht ganz. Wenn wir in die Prospekte schauen. Die 20er-Kiste im Schnitt 30% unter Normalpreis. Der Preiskampf tobt, weil der Bierabsatz runtergeht. Sind es im Jahr 2000 noch 105 Millionen Hektoliter gewesen, stoßen Brauereien 2020 nur noch 72 Millionen Hektoliter aus. Ein Minus von mehr als 25%. Mex in Langenselbold. Wir treffen Matthias Heurich. Er macht mit seinen Getränkefachmärkten in und um Hessen 250 Millionen Euro Jahresumsatz und erlebt die Preiskämpfe als harten Verdrängungswettbewerb. Wir unterscheiden ja da bei den nationalen Bieren stark zu den regionalen Bieren. Dort haben wir einen riesen Preisunterschied, der ist manchmal bis zu 20%, wo dann einfach die kleineren Brauereien auch diese Preise nicht halten können, die dann von den Großen vielleicht durch rationelle Abfüllung oder rationellen Einkauf oder vielleicht sogar vom Weltmarkt her, wenn ich jetzt Becks Brauerei sehe oder InBev, die dahinter stehen, oder Heineken, natürlich eine ganz andere Möglichkeit haben, diesen Markt dann zu begleiten. Über niedrige Preise Marktanteile halten. Vor allem für die Big Player ein Weg, um Absatzrückgänge zu kompensieren. Eine andere Lösung: verstärkt auf alkoholfreie Biere und Mischgetränke setzen. In beiden Kategorien verzeichnen auch wir steigende Absätze. Bestätigt uns Licher auf Anfrage. Hütt aus Kassel antwortet uns: In naher Zukunft werden wir unsere alkoholfreien Biermischgetränke in Bioqualität und vegan anbieten. Und Radeberger, Deutschlands größte Brauereigruppe mit Sitz in Frankfurt am Main, setzt auf eine Mehrgetränkestrategie. Mit einem breiten Portfolio regionaler, nationaler und internationaler Biermarken sowie alkoholfreier Getränke. Auch diese Biere sind immer mehr im Trend, die dann einfach interessant wirken für den jungen Endverbraucher, die dann mit kleineren Sixpacks oder so das mal probieren. Die Ausweitung des Angebotsportfolio ist mit Sicherheit eine strategische Richtung, die man verfolgen kann. Erika Graf ergänzt, die beste Strategie hilft aber nichts, wenn eine Pandemie den Bierabsatz zusätzlich abstürzen lässt. Mex bei Glabsbräu in Seligenstadt. Eine 13-köpfige, unabhängige Familienbrauerei. Umsatz 3 Millionen Euro. In normalen Jahren, sagt Chef Robert Glab. Denn seit Beginn der Pandemie fällt die Belieferung von 250 Betrieben und Restaurants mit Fassbier komplett weg. Aus dem Grund halte ich es für absolut legitim, dass hier die Brauereien entsprechend nach staatlicher Unterstützung fordern
Und davon sind meistens auch nur die Kleinen betroffen. Die großen Brauereien haben im letzten Jahr einfach nur einen schlechten Sommer gehabt, in Anführungsstrichen. Und wir kleinen Brauereien haben 30-40% weniger Umsatz gemacht. Die Pandemie setzt Brauereien zu. Der Gesamtmarkt schrumpft, aber die Kleinen wachsen. Robert Glab hat rund 5 Millionen Euro unter anderem in die neue Brauanlage investiert. Setzt auf Bio-Zutaten. Junges und gut ausgebildetes Personal. Der Flaschenverkauf soll weiter angekurbelt werden. Mit Braumeister Julian Menner bedient er gezielt die Nische moderne regionale Kleinbrauerei. Ich glaube, dass die Corona-Pandemie ein Brandbeschleuniger ist in einer Branche, die sich seit Jahren ein Stück weit selber abgeschafft hat. Wir haben unser Bier billig gemacht, wir haben unser Bier vergleichbar gemacht. Ich möchte wirklich immer nur auf uns gucken, auf uns fokussiert sein. Und wir haben schon angefangen, aus der Grube rauszusteigen. Und das haben wir aber schon gemacht, als Coronaviren noch nicht bekannt waren. Glab und Männer brauen nur das, was ihnen selbst schmeckt. Diese Überzeugung kann sich auszahlen, sagt Erika Graf abschließend. Denn für 2/3 der Konsumentinnen und Konsumenten sei Markenbindung besonders wichtig. Und das ist die Chance eben für die kleineren Brauereien, die mit kreativen Bierrezepturen hier versuchen, Konsumenten für sich zu begeistern. Das passiert dann auch häufig mit der regionalen Gastronomie. Und deswegen sehen wir hier bei den Mikrobrauereien auch durchaus ein Wachstum in Bezug auf die Anzahl der Betriebe. Fazit: Ja, die Branche hat Probleme, steckt mitten im Wandel und das lange vor Corona. Aber Bier ist und bleibt beliebt. Wie sehr, das schmecken wir spätestens dann, wenn wir uns ganz bald wieder mit Freunden auf ein frisch gezapftes im Biergarten verabreden werden. Tja, so machen Wirtschaftsthemen Spaß, oder? Dann schaut doch mal hier rein. Da sammeln wir alle Max-Videos für euch. Und ein ganz spannendes Video von der Kollegin der Hessenschau, die gibt's hier. Und für die geballte Ladung Recherchen lasst doch einfach ein Abo da. Und zwar hier. Ich freue mich auf euch.